Leana Zaug ist bei uns. Leana Zaug, Sie waren gerade im Kreis mit der Imke Wübbenhorst. Was hat sie für Worte an euch, ans Team gerichtet? Ja, ich glaube, dass wir uns selber an die eigene Nase müssen, dass wir heute so rausfallen aus dem Viertelfinal. Wir lassen viel zu, aus eigentlich nicht gefährlichen Situationen passieren, Goal, vor allem gerade so früh. Das bricht uns ein bisschen, weil wir wissen, wir müssen gewinnen in diesem Spiel, für das wir überhaupt noch eine Chance haben. Ja, und die Chancenauswertung ist wieder mal auch ja, nicht so, wie wir es wünschen. Und ich glaube, ja, wir müssen im Sommer weiter arbeiten. Wir wissen, was wir arbeiten müssen. Ja, jetzt schauen wir, dass wir in den Platzierungsspielen immerhin noch einen guten Abschluss finden. Aber ja, heute ist sicher ein Tag zum Vergessen. Sicher auch Enttäuschung, aber gibt es auch irgendwie, seid ihr auch so ein bisschen hässig, dass ihr jetzt das Spiel so klar verloren habt, nach dem Hinspiel, wo es ja doch noch so ein bisschen spannend war? Ja, ich glaube, die Enttäuschung überwiegt schon. Klar kann man hässig sein, aber vor allem auf uns. Ich glaube, St. Gallen ist verdient weitergekommen. Ja, sie machen Goal, sie nutzen ihre Chancen, was wir nicht gemacht haben. Sie sind stabil gestanden, also Kompliment an sie. Ja. Dann lassen wir das so stehen. Merci vielmals, Leana Zaug. Und dann kommt im fliegenden Wechsel Karin Bernet, Captain von St. Gallen. Herzliche Gratulation zum Sieg und zum Weiterkommen zu dieser Halbfinalqualifikation. Auch ihr seid im Kreis gestanden. Was hat Marisa Wunderlin euch gesagt, das Team? Ja, dass man stolz sein kann. Und auch, dass es wirklich immer jede braucht, egal ob man von außen reinkommt, egal ob irgendjemand verletzt ist, uns unterstützen im Kraftraum, wo auch immer. Ja, ich glaube, wir dürfen wirklich stolz sein. Euch ist heute ein besonderes Goal gelungen. Jetzt Hand aufs Herz, habt ihr das so geplant oder ist das einfach Kunstschuss once in a lifetime? Ich glaube, es ist eine gute Position, um dort zu schiessen. Und ja, ich habe es probiert und es hat geklappt. Sandra Egger, Sportchefin, hat mir gesagt, das kostet einen, wenn man so trifft. Man muss sich heute im Team noch einen zahlen. Vielleicht gibt es einen Kuchen, ja.